Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Command & Conquer Generals. Heute nehme ich euch mit auf die Tournament Desert Map und das ist eigentlich diese absolute Rush Map, also dieses Schnellgewinn-Spiel-Map. Und mal sehen, ob ich es noch drauf habe, den Gegner so schnell wie möglich zu zerstören. Viel Spaß beim Schauen und nicht böse, wenn es nicht direkt klappt. So, Rush-Taktik ist einfach nur den Dozer nach vorne schicken. Derzeit, wo der fährt, wird der Rest gebaut. Wir spekulieren auch nicht auf viel Geld jetzt hier. Weil wir auf... einen schnellen Sieg gehen. Gut, wir haben China als Gegner. Perfekt. Das heißt, wir gehen zum Dozer, zerstören den direkt. Und die Panzer kommen nach. So, nicht vergessen, weiter Panzer zu bauen. Der erste Rush hat geklappt. Oh, das wird er nicht mehr schaffen. Das ist nicht schlimm, der nächste kommt. So. Da es keine Kaserne mehr gibt und keinen Dozer, war es das so ziemlich. Machen jetzt nur noch den Rest hier. Schicken nur ein paar Panzer, aber das wird nicht mehr nötig sein. Ah, da hat wohl jemand... Ach, hier ist noch ein Gatling. So, das war dann... Das war dann Desert... ach, was erzähle ich hier? Oh, aber fahren. So. Das ist ein klassischer Rush gewesen gegen den Computer. Klappt auch gegen den Spieler. Aber dann muss man etwas anders bauen. Weil gegen Spieler ist immer besser, man ist nicht direkt zu offensichtlich. Verstecken ist da immer sehr, sehr taktisch klug. Aber gegen den NPC kann man so einen Rush machen. Und dann hat man innerhalb von wenigen Minuten das Spiel gewonnen. Und diese Map ist sowieso die meistgespielte 1 gegen 1 Map. Auch offiziell in der Liga. Und Ligaspiel und Ligaaufbau, Ligakampf kann ich euch gerne mal zeigen, wenn ihr es wünscht. Einfach die Kommentare reinschreiben. Ihr würdet mal gerne einen offiziellen Liga-Rush sehen, wie der Aufbau ist. Dann kann ich euch das gerne mal zeigen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Falls ich schon gesagt habe, ich weiß nicht mehr, ich wiederhole es nochmal. Einen Daumen hoch, ein Abonnieren. Klicken wäre super, würde ich mich freuen. Und Kommentare natürlich auch, Kritik oder auch sonstiges, alles gar kein Problem. So, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschö.